Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Kuddelmuddel Unboxing Samstag und wir haben eine neue Serie. Yu-Gi-Oh! 5DS. Ich habe keine Ahnung, was Yu-Gi-Oh! Ist. Ich kenne den Namen Yu-Gi-Oh! Klar, es gibt glaube ich Yu-Gi-Oh! Karten. Ich denke mal Anime auch und bestimmt auch Mangas oder so. Ich habe aber wirklich keinen Schimmer. Aber das Cover fand ich einfach cool. Und darum habe ich gedacht, hole ich es mir mal. 1,50 Euro hat das Album zu der Zeit gekostet, 60 Cent waren die Sticker teuer. Und ja, leeres Album, 6 Stickertüten gleich mit dazu. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal schon mal an mit den Stickertüten und gucken uns dann das Album an sich selber an. Das heißt, wir zoomen hier mal schon mal ein bisschen dichter heran. Ich denke, so ist ganz gut und fangen an, wie immer, die Stickertüten zu öffnen. Es ist eine Serie von Panini erschienen. Aus welchem Jahr müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendwas drauf haben. Hier haben wir auf alle Fälle schon mal die Sticker. Ich zähle sie mal durch. 1, 2, 3, es sind 5 Sticker in einer Tüte drin. So, das ist ja bei Panini so üblich. Es gibt einmal horizontale und vertikale Bilder, wie man auch hier sieht. Das Cover ist eigentlich das gleiche, also das Rückbild. Ah, hier steht 1996 ist dieses von Kazuki Takahashi erfunden worden und 2008 von TV Tokyo in Szene gesetzt worden. Von wann allerdings das Album dann ist, werden wir in Ruhe uns dann angucken, wenn wir die Bilder uns gleich anschauen. Oh, ich sehe, ich habe die Nummer 1. Ob das gut ist, keine Ahnung. Gucken wir uns auch nochmal das Cover vorne, Panini Group. Na, also ganz normal, das Cover sieht auch so aus wie das Album und die Rückseite sieht so aus wie die Rückseite der Bilder, kann man sagen. Und hier steht auch als letztes Datum 2008 drauf, was ich sehen kann. Mal sehen, ob wir da noch was anderes gleich finden. Oh, da habe ich fast schon das Bild eingerissen. Ja, das ist bei Stickern immer gefährlich, da muss man schon aufpassen auf den Rändern, dass man da keinen Mist baut. Okay. Okay, da muss ich echt aufpassen. Man will ja nicht anfangen und sich die Dinger versauen. Und gleich können wir uns auch in Ruhe das Album gleichzeitig mit dazu angucken, wenn wir uns die Sticker angeschaut haben. Die Sticker sortiert haben, kleben wir sie ja in das Album ein. So können wir uns also auch das Album anschauen. Und wir können mal schauen, ob da noch irgendwelche genaueren Informationen zustehen, aus welchem Jahr dieses Album ist. Also offiziell steht jetzt hier im Raum 2008. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das definitiv später erschienen ist, sondern dass sich das eben auf die Serie bezieht, wann diese 5DS oder wann diese Kiste dementsprechend copyright-mäßig unterwegs war. Aber wie gesagt, das sehen wir gleich. An den Seiten sieht man hier, wie gesagt, sonst nichts anderes als 2.8 als neuestes Datum. So, okay. Was gucken wir uns zuerst an? Machen wir die zuerst. Würde ich sagen, ich drehe sie einfach mal so um. So, da können wir auch bestimmt noch ein bisschen. Jawohl, wunderbar. Sieht schon mal ja, anime-mäßig aus. Ganz klar. Hat, oha, das hat schon ein bisschen Power Rangers-Charakter, würde ich schon fast sagen. Das scheint eine sehr oldschool-mäßige Reihe gewesen zu sein. Darum auch vielleicht dieses alte Datum, 96 bzw. 2008. Wir gucken uns, wie gesagt, erstmal die Bilder an und sie könnten durchaus natürlich Sinn ergeben für alle, die die Serie kennen. Zum einen, zum zweiten dann natürlich mit dem Album dazu. Ich sehe gerade, meine Schwägerin kommt. Ach, schade, das Bild hatten wir gerade eben. Bin mal gespannt, wie viel insgesamt Bilder in dieses Album hineingehören. Cooler Drachen hier übrigens. Ansonsten sieht es wirklich sehr, sehr oldschool aus. Auch das Bild hatten wir eben schon. Mann, zwei doppelte. So schnell hintereinander. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Junge, Junge. Das ATK, das sind bestimmt so Punkte, wie man die auch aus Computerspielen kennt. Erfahrungspunkte, Kampfpunkte, was auch immer. Ja, das gefällt mir sehr, sehr cool. Der Gesichtsausdruck ist super gemacht. Das hat immer so ein bisschen was von der Kamera. Dieser Lichteffekt. Dieser Effekt hier mit diesen... Jetzt kommt die 1. Yo, die 1 ist die 1 auch wert. Sieht richtig geil aus. 5DS Yu-Gi-Oh! Yo-Man. Erinnert mich auch ein bisschen, ich hatte früher als Kind, da war ich, das war echt jung, das war in den 80ern,
Da hatte ich ein Sammelalbum, glaube ich, von Captain Future. Und das hat auch so ein bisschen was. Natürlich nicht diesen Anime-Look, nein, die hatte Captain Future nicht. Aber zumindest Teile so von der Optik her, wie sie von der Qualität rüberkommen. Und da läuft sie noch einmal vorbei. So, und dann gucken wir mal, was wir hier noch an Hochkantbildern haben. Okay, ein Puschel mit Schwanz und Schärpe hinten dran oder Schleife. Ah, ein Doppelbild, das in die Länge gezogen wird. Das hat so ein bisschen Transformer-mäßig 90er Jahre was. 80er Jahre, 90er Jahre Transformer. Hintereinander das gleiche Bild. Oh, hier blinkt und blitzt es an allen Ecken und Kanten. Sehr, sehr cool. Im Hintergrund so ein Stargate-Tor. Stargate, die Serie kennt ihr mit dem Tor. Ne, nur ein bisschen einfach gehalten. Dann haben wir hier nochmal Hochkant. Jo, eine wunderschöne Maid mit einem schönen Schlüsselanhänger, der zwischen zwei schönen Punkten liegt. Und ja, dies ist eine typische Anime, japanische Anime-Figur, wie ich finde. So mit den Augen, die Zöpfe und so, das ist so passend. Okay, ich sortiere mal eben durch und dann schauen wir uns das Album an und kleben gleich die Bilder mit ein. Dann wollen wir mal zum Einkleben des Albums kommen und schauen uns mal erstmal die Vorderseite an. Die ist sehr rau hier gemacht. Hier ist auch nochmal 2,8 als ja, was haben wir hier? Zeichne deinen eigenen Auserwählten oben in das Feld, denke dir eine Kampfszene aus und bereite dich auf die bisher größte Herausforderung für deinen Charakter vor. Mach dich bereit für das Duell. Okay, das lassen wir natürlich sein. Das würde den Sammlerwert natürlich dementsprechend schmälern. Darum gibt es da natürlich auch von mir keine Zeichnung. So. Wunderbar. Weiter geht es. Und hier hat man dementsprechend schon den ersten Text. Yusei Fudo, gib Gas Yusei, der aktuelle Duellkönig. Aha, vielleicht ist das sowas wie Fast and Furious im Anime-Bereich für die Kiddies. Also ist dementsprechend immer Text zu den Karten. Hier werden Yuseis Drache anscheinend die einzelnen Charaktere beziehungsweise die... wie soll ich sagen, ja, die Maschinen oder auch die unterstützenden Charaktere zu dem Charakter gezeigt. Dann hatte man ja Yusei, hier ist der Drache von Yusei sozusagen auf dieser Seite. Sternenstaubdrache nennt er sich. Gucken wir mal auf die nächste Seite, da geht es weiter mit. Ja, immer noch Yuseis Drachen, also anscheinend ein sehr, sehr wichtiger und eine sehr wichtige Funktion, die Drachen, die er dementsprechend, oder was er mit den Drachen dementsprechend alles machen kann. Hier hat man verschiedene, wie man sieht, Tempokrieger steht hier jetzt zum Beispiel bei. Gerümpelkrieger gibt es auch noch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu Yu-Gi-Oh! So einen Kartenkrimskrams gibt. Würde mich zumindest jetzt nicht so wundern. Die 34 haben wir auch. Es geht ganz gut voran, muss ich sagen hier. Ich bin ja auch mal gespannt, wie viele Bilder insgesamt hier reinkommen, in diese Sammelmappe. Ich habe mir die Mappe auch wirklich vorher noch überhaupt nicht angeguckt. Das ist das erste Mal, dass ich hier einen Blick drauf werfe. Geschützturmkrieger. Jo, definitiv, hier oben hat er seine Kampftürme im Einsatz. Nun mal weiter gucken. Immer noch, alter Falter, hat der viele Möglichkeiten anscheinend. Yusei ist, so wie es aussieht, wohl der Hauptcharakter mit den besten Waffen insgesamt im Universum. Sagen wir es mal so. Jetzt haben wir, wer ist der Meister der Geschwindigkeit? Jack Atlas. Aha. Jack Atlas ist also der nächste Charakter dann auf dieser Reihe. Nach Yusei. Dann müssten eigentlich auch von ihm. Ah, auch er hat Drachen, Jacks Drachen. Und dann aber anscheinend nicht so viele. Yusei scheint schon der Obermotz zu sein. Akiza Izinski. Izinski hört sich so ein bisschen polnisch an. Würde ich mal so sagen. Izinski, vielleicht eine polnische Japanerin. Also der dritte wichtige Charakter ist eben Akiza. Und auch die wird sicherlich dann wohl, ich denke mal, Drachen haben. Drachen ist anscheinend die Kampf... Moduskiste wie bei den wie bei Beyblades, eben die Beyblade ist. Wie es bei Beyblade die Beyblades sind. So, wartet mal. Okay, da kommt sonst nichts. Und hier haben wir jetzt die Leo-Zwillinge.
In der Mitte hier ist ein Poster. Das lassen wir natürlich drinne. Wenn es nicht rausgenommen werden muss, lasse ich es immer drinne. Und hier und Luna. Ah, Uno Luna. Entweder und Luna und oder Uno Lua. Ich denke mal und Luna. Gehört also zu Leo. Leo und Luna sozusagen. Passt natürlich vom Namen her. Sehr gut. So, die 102. Das sieht ja auch sehr cool aus. Also das Haustier finde ich mal mega. Das gefällt mir richtig gut. Gucken wir mal weiter im Text, was wir noch haben. Die 111. Die Feinde. Ah, natürlich gibt es keine Helden ohne Feinde, weil sonst wird es ja nicht einen Held geben. Ne? Logisch, logisch, logisch. Hier haben wir zum Beispiel Lazar anscheinend mit drin. Die 117, mal sehen. Da dürfte es ja noch ein paar. Naja, anscheinend nicht. Jack gegen Hunter Pace. Okay, anscheinend gibt es gar nicht mal so viele Feinde. Weil jetzt kommen hier schon sozusagen, wenn man es jetzt mit Star Wars Force Attacks Karten vergleicht, wären das die Duell der Machtkarten. So trifft es, glaube ich, ganz gut. Hier Jack gegen Hunter Pace und hier oben Yusei gegen Trudge. Was haben wir denn noch? Es ist Zeit für eine Abrechnung. Oha. Also anscheinend sind das so die Hauptgegner. Also Trudge und Hunter Pace. Scheinen wirklich sehr starke Hauptgegner zu sein in diesem 5DS-Bereich. Yusei gegen Jack. Ach so, oh, die kämpfen also auch gegeneinander. Aber ich denke mal dann eher auf freundschaftlicherer oder zumindest ehrlicherer Art und Weise gegeneinander. Ja, das Bild, das Album, wenn man jetzt das so sieht, erinnert mich dann doch schon so ein bisschen ja, an das Power Rangers-Album. Obwohl ich das besser fand als dieses hier bisher. Das hat aber nichts mit der Qualität der Bilder zu tun, die ist ganz in Ordnung. Man hat, ja, wie soll ich sagen, man kann ja nichts an diesen Bildern ändern. Die sind nun mal ein bisschen älter anscheinend von der Aufnahme her. Ansonsten die Klebequalität und so ist alles super. Und da müssen wir einfach sagen, bei Power Rangers hatte sich Panini doch weitaus mehr ins Zeug gelegt. Also bei Mystic Force zumindest. So. Legen wir bei diesem Turbo-Duell mal den Schnellgang ein. Man erntet, was man sieht. Plopp. Okay. 159. Drache gegen Drache. Ah, okay. Also die vom Superhelden oder von den Superhelden jeweils beschworenen Charaktere, die sie dann in den Kampf schicken, wenn sie gegeneinander kämpfen. Leg los, gib, was du kannst. So, die 172, auch gleich die nächste Seite. Aufeinandertreffen der Giganten, mach dich bereit. Diese Biester werden sich in die Schlacht werfen. Jupp, das nenne ich mal einen Wachhund. Oder Drache, Wachdrache dann sozusagen natürlich. Und schon bald wird der Crimson-Drache aus seinem Schlummer erwachen. Okay, gucken wir uns den mal an, 177. Jo, der scheint ganz schön böse und mächtig zu sein. Mächtig böse. Okay. Letzte Seite 198, also Satellite. Als ausgedehnte Öden des städtischen Zerfalls liegt Satellite auf der untersten Stufe von New Domino City. Davor hatten wir New Domino City, das scheint also die Stadt zu sein, um die es geht. Und die Stadt hat natürlich auch Slums, sagen wir es mal so. Und das scheint hier eben Satellite, scheint einer der Slums zu sein. Hier New Domino City. Also 198 Bilder, 200 Bilder kann man sagen, sind in dem Album drin. Und so wie es aussieht, ist es wirklich aus dem Jahre 2008. Und hat damals schon 1,50 Euro gekostet. Das ist 8 Jahre her. Wow. Okay, ja, das war's für den heutigen lockerflockigen Samstag. Da machen wir auch ein bisschen weiter in den nächsten Wochen, dass wir das Album auch schön gefüllt bekommen. Das war's also, wie gesagt, für heute. Euer Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.